Meine Damen und Herren, ich rufe Tagesordnungspunkt 6 auf. Das ist die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der SPD. Zweites Gesetz zur Änderung des Mobilitätsfördergesetzes. Drucksache 3632 zu 1628 aus 20. Und ich bitte als erstes Herrn Dr. Naas um Berichterstattung. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich darf die Beschlussempfehlung vortragen. Der Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen empfiehlt dem Plenum, den Gesetzentwurf der SPD in zweiter Lesung abzulehnen. So beschlossen in der Sitzung des Ausschusses am 16. September mit den Stimmen von CDU, Bündnis 90, die Grünen, AfD gegen SPD, Freie Demokraten und Linke. Vielen Dank. Danke, Herr Naas, für die Berichterstattung. Ich eröffne die Aussprache. Vereinbarte Redezeit sind 7,5 Minuten. Und für die SPD-Fraktion erteile ich Herrn Eckert das Wort. Herzlichen Dank, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! So schade wie die Berichterstattung ist, nämlich dass die Mehrheit in diesem Hause unserem Gesetzentwurf nicht folgen will, was ich einen großen Fehler halte in der Entscheidung, will ich aber noch einmal deutlich machen, dass mit diesem Gesetzentwurf, wenn er dann die Mehrheit finden würde in dieser zweiten Lesung, tatsächlich das, was wir alle sein wollen als Land Hessen, nämlich auch wirklich realisieren würde. Das Land Hessen als verlässlicher Partner für die Kommunen in den Herausforderungen für Mobilitätsveränderungen, für eine Mobilität der Zukunft, das sorgt auch unser Gesetzentwurf, den ich Ihnen noch einmal ans Herz lege, meine Damen und Herren. Wir wollen, dass die Ersatzbeschaffung von Straßenbahnen förderfähig wird im Katalog des Mobilitätsfördergesetzes. Das ist richtig, es bleibt richtig. Und die Anhörung hat noch einmal sehr deutlich gemacht, dass auch die Anzuhörenden in großer Einmütigkeit das genau beschrieben haben, nämlich in der Notwendigkeit einer Landesförderung, gerade für diesen Bereich, weil wir sie ansonsten als Land in den Reinvestitionen wieder völlig alleine lassen würden. Das wurde sehr deutlich, und deswegen ist diese Aufnahme in den Förderkatalog für die Straßenbahnersatzbeschaffung gut und wichtig. In dem Thema Beihilferecht habe ich Ihnen in der ersten Lesung schon deutlich etwas gesagt, warum es beihilferechtlich möglich ist, meine Damen und Herren. Und zum Thema Abschreibung, deswegen möchte ich aus der Anhörung vom 19. August gerne auf Herrn Dr. Ebert zurückgreifen, der noch einmal deutlich gemacht hat, und das ist auch der Gruß noch einmal an die GRÜNEN, dass das, was Sie sagen, na ja, da gibt es ja Abschreibungen über den Betriebszeitraum, weil wir die Neuinvestitionen finanzieren. Die Abschreibungen laufen über die Jahre, und wenn ihr das entsprechend zurücklegt, habt ihr eine Reinvestition für eine neue Ersatzbeschaffung nach 20, 30 Jahren. Herr Dr. Ebert hat Ihnen ganz deutlich in der Anhörung noch einmal dargelegt, dass das nur funktionieren würde, wenn wir z.B. massiv Ticketpreise erhöhen müssten, damit entsprechend überhaupt Einnahmen generiert werden, die ich dann auch zurücklegen kann. Wenn das der Ansatz der GRÜNEN ist, würde ich mich wundern. Ich habe Sie immer anders verstanden. Aber das ist etwas von kommunaler Praxis, wie Mobilität vor Ort organisiert wird und wie es auch finanziert wird. Und deswegen ist das Abheben auf Abschreibungen der falsche Weg, sondern es braucht so eine Verankerung im Mobilitätsfördergesetz, meine Damen und Herren. Damit sorgen wir zusätzlich für Verlässlichkeit, für Planungssicherheit, für Unterstützung der Kommunen im gerade innerstädtischen Verkehr, in der Veränderung der Mobilität, die Attraktivität auch der Straßenbahn. Dass die Hakenpartei das nicht so sieht, das ist ihr geschenkt. Aber alle anderen haben sich ja mit der Frage auseinandergesetzt, wie wir wirklich Mobilität auch in den Städten verändern. Und deswegen glaube ich, dass das der richtige Ansatz von uns ist, und würde mich freuen, wenn Sie es tatsächlich unterstützen würden. Aber das ist ein Punkt. Das ist der eine Punkt in unserem Gesetzentwurf. Und der zweite wesentliche, und deswegen Verlässlichkeit, das ist ja das, was neuerdings zumindest die Landesregierung immer behauptet, all ihr Tun wäre ja wichtig für Verlässlichkeit für alle, wie beim schuldenfinanzierten Schattenhaushalt, dass Sie sagen, es ist Verlässlichkeit. Nein, Sie wollen weiterhin den Weg fahren, dass Sie sagen, wir lassen die Mindestfördersumme so, wie sie ist,
und legen jedes Jahr neu fest, wie viel wir denn jetzt tatsächlich ausgeben. Nein, gehen Sie doch den Weg mit uns mit, die Mindestfördersumme verlässlich, auch sukzessive gerne, weiter anzuheben, weil es schafft Planungssicherheit, es schafft Verlässlichkeit für all die, die Mobilität vor Ort organisieren müssen, meine Damen und Herren. Und deswegen wundere ich mich, wenn Sie sagen, nein, das wollen wir nicht, meine Damen und Herren. Kollegin Faeser hat das gestern auch in der Debatte, Herr Minister, auch noch einmal deutlich gemacht. Wenn Sie sagen, naja, wir wollen da und dort durch Corona bedingt auch Kommunen helfen im Bereich der Mobilität und deswegen auch über das Mobilitätsfördergesetz 20 Millionen mehr ausschütten, ja, dann hat sie Ihnen gestern schon deutlich gemacht, wenn das der Weg ist, dann schaffen Sie die Verlässlichkeit und da wäre ein Weg, auch unserem Gesetzentwurf heute zuzustimmen. Nämlich das schafft nämlich tatsächlich diese Verlässlichkeit. Und bevor wieder nachher auch, das kam ja in den Debatten bei der ersten Lesung auch von ihr ganz rechts, in der Frage, wir geben dann nachher tatsächlich so viel insgesamt nur für Straßenbahnen aus. Der hat ehrlicherweise das Mobilitätsfördergesetz überhaupt nicht verstanden in der Fokussierung von 50-50 und die Verteilung der Mittel, meine Damen und Herren. Also von daher, wie gesagt, braucht man sich, glaube ich, mit diesen Einwürfen der Ewiggestrigen nicht länger zu beschäftigen. Ich glaube tatsächlich, dass wir mit diesen zwei wesentlichen Punkten in unserem Gesetzentwurf das Mobilitätsfördergesetz weiterentwickeln, damit wir als Land der verlässliche Partner der kommunalen Ebene sein können. Hier in dem Falle insbesondere natürlich der Städte mit Straßenbahnen. Aber gerade dort diskutieren wir immer wieder, zu Frankfurt gerade ja ganz aktuell, wie geht es mit der Luft weiter, wie schaffen wir einen Luftreinhalteplan und was brauchen wir für ein Angebot, damit Menschen eine Alternative zum eigenen Pkw in der Stadt nutzen. Und dazu zählt in den Städten natürlich auch die Straßenbahn. Da lassen wir die Kommunen aus unserer Sicht im Moment alleine, wenn es nachher um Ersatzbeschaffung geht, nicht nur die Neuinvestitionen. Und deswegen muss das Land hier entsprechend als Partner der Kommunen mit einspringen. Das Land muss entsprechend durch eine Veränderung des Mobilitätsfördergesetzes das erreichen, was beihilferechtlich möglich ist, was tatsächlich der gelebten kommunalen Praxis entspricht und was den Finanzierungsherausforderungen insbesondere der kommunalen Ebene auch Rechnung trägt. Deswegen bitte ich Sie herzlich, trotz allem in dieser zweiten Lesung unserem Gesetzentwurf zuzustimmen, weil ich glaube, das würde all das, was wir uns wechselseitig so hier auch an diesem Pult erzählen, über die Frage von Verlässlichkeit für die Kommunen, einen ernsthaften Willen zur Veränderung der Mobilität, des Mobilitätsverhaltens unserer Bevölkerung auch wirklich voranzutreiben, dann sind solche Versatzstücke wie auch unser Gesetzentwurf ein Teil der Lösung. Und deswegen sollten Sie dieser Lösung nicht im Wege stehen, sondern sie tatkräftig unterstützen. Und ich würde mich über Ihre Unterstützung freuen. Herzlichen Dank. Danke, Herr Eckert. Für die AfD-Fraktion hat sich Herr Gagel zu Wort gemeldet. Vielen Dank, Herr Präsident. Werte Kollegen, ja, die Ablehnung des Gesetzentwurfs durch den WVA ist aus unserer Sicht die einzig richtige Entscheidung. Und gerade das auf dem Hintergrund der geänderten Rahmenbedingungen für den Verkehr aufgrund der Corona-Pandemie. Ich werde es Ihnen erklären, warum. Erstens muss der gesamte Verkehr, vor allem aber der ÖPNV, aufgrund von Corona neu gedacht werden. Das habe ich hier schon ein paar Mal gesagt im Plenum und dabei bleibe ich auch. Während des Lockdowns waren die Fahrgastzahlen im ÖPNV um über 80% in den Keller gerauscht. In den Sommermonaten wurde es nicht viel besser. Nur ca. 50% der Fahrgäste im Vergleich zu Vor-Corona-Zeiten nutzen den ÖPNV. Deshalb mein erstes Fazit. Der ÖPNV ist bei den Bürgern in Zeiten der Pandemie, wie oft sie auch wiederkehren sollte, alles andere als das bevorzugte Beförderungssystem. Denn der ÖPNV muss bereits heute wegen der wegbleibenden Kunden massiv aus Steuergeldern subventioniert werden. Und es ist deshalb vollkommen unsinnig, noch mehr Geld dazu in ein antiquiertes Beförderungssystem wie Straßenbahnen zu stecken. Das zum Thema Ewiggestrige übrigens. Ne? Zweitens, meine Damen und Herren, der klare Gewinner der Corona-Krise ist das Automobil. Social Distancing funktioniert im Verkehr eben am besten im eigenen Auto. Und das ist exakt der Grund, warum diejenigen, die nicht zu Hause arbeiten können, ins Auto steigen und damit zur Arbeit oder zum Einkaufen zu fahren.
In einer am 20. August erschienenen Umfrage, wie Corona die Mobilität verändert, der Initiative des Deutschen Mobilitätspreises und des Bundesministeriums für Verkehr, wurde das Mobilitätsverhalten der Bürger untersucht. Und dabei spielt die Effizienz der Mobilität eine große Rolle. Nahtlose Anbindung, weniger Leerfahrten, Zeitersparnis nennen 71% der Befragten als größte Chance. Alles in allem waren 82% weniger unterwegs. Während nur etwas über ein Drittel den ÖPNV für ihre individuelle Mobilität nutzen, steht das Auto ganz oben, denn 21% der Befragten, sie wollen ihren PKW in der nahen Zukunft sogar noch vermehrt nutzen. Bundesweit nutzen laut Bundesverkehrswegeplan 80% aller Bürger das Auto für ihre individuelle Mobilität. Deutschland ist und bleibt Autoland. Schön, dass Sie sich ein wenig freuen, wenn ich spreche. Das mache ich immer gerne. Und ich sehe die lachenden Abgeordneten hier auf der linken Seite. Das freut mich sehr, dass das so schön zu Ihrer Erheiterung beiträgt. Dass diese Entwicklung, meine Damen und Herren, nicht den ideologischen Ansprüchen unserer ökosozialistischen Fundamentalisten von der linken Seite hier entspricht, die die deutsche Industriegesellschaft mit dem Fahrrad ins wirtschaftliche Abseits strampeln wollen, ist offensichtlich. Ja, das ist schön, dass Sie so lachen, Herr Schalauske, kein Problem. Dritter Punkt. Straßenbahnen sind im Vergleich zu anderen Nahverkehrsmitteln wie Bus, ob Diesel- oder Elektro- oder Wasserstoffbetrieben, deutlich teurer. Die Betriebskosten von Straßenbahnen sind um mindestens 50% höher als die von Linienbussen. Die Baukosten für Straßenbahngleise sind mit 10 bis 12 Millionen Euro pro Kilometer sogar höher als die Kosten, die die Deutsche Bahn für ihre Gleise veranschlagt, nämlich 8 Millionen pro Kilometer. Eine separate Busspur dagegen ist ein Schnäppchen. Der Unterhalt von Straßenbahngleisen kostet pro Kilometer im Jahr 312.000 Euro, der Unterhalt von Straßen innerorts jedoch nur 203.000 Euro. Da sehen wir einmal, wie es mit den Kosten ausschaut. Viertens. Verliert der ÖPNV aufgrund der Corona-bedingten Abstandsregeln auch seinen bisherigen Vorteil der Effizienz, meine Damen und Herren. Der bisherige Vorteil der Effizienz war nämlich darauf gegründet, dass wir in der S-Bahn im Bus dicht an dicht standen, uns gegenseitig angehustet haben und keinen hat es interessiert. Die Zeiten sind vorbei, denke ich. Ja. Bisherige Effizienzberechnungen gingen nämlich davon aus, dass sich in einer Straßenbahn maximal 7 bis 8 Personen pro Quadratmeter aufhalten können. Aufgrund der Corona-Abstandsregeln ist diese Zahl jedoch komplett hinfällig. Auch ist der bisherige Vorteil der Straßenbahn, mehr als 100 Passagiere mit einem Zug zu befördern, dahin. Die Gesamtauslastung macht im Sinne eines Effizienzvergleichs zwischen Straßenbahn und Omnibus aufgrund der Corona-Abstandsregelung keinen Sinn mehr. Und fünfter Punkt, meine Damen und Herren. Die Straßenbahn kann hinsichtlich der Emission ebenfalls nicht auftrumpfen. Sie ist bezogen auf die Feinstaubbelastung ist sie aufgrund des Abriebs der Stahlräder und der technisch minderwertigen Bremsen erheblich. Doch, das wurde wirklich gemessen. In U- und S-Bahn-Stationen werden regelmäßig höhere Feinstaubwerte gemessen als an stark befahrenen innerstädtischen Straßen. Das Problem ist Ihnen vielleicht noch nicht bekannt. Das liegt aber daran, dass Sie in Ihrer Blase leben und natürlich die Dinge, die Sie nicht interessieren, dann eben auch gar nicht mit aufs Tableau nehmen. Was die Sicherheit betrifft, sind Unfälle mit Straßenbahnen meist gravierender als mit Bussen. Denn der Bremsweg einer Straßenbahn ist deutlich länger. Straßenbahnunfälle verursachen wegen der komplizierten Bergung mit schwerem Gerät deutlich längere Straßensperrungen als Unfälle mit Omnibussen. Ich vergleiche hier den ÖPNV, Frau Wissler. Ja, also, ja. Werte Kollegen der SPD, Sie können es drehen und wenden, wie Sie wollen. Ihre Gesetzesänderung ist aus der Zeit gefallen. Das zum Thema Ewiggestrige. Vielleicht waren Straßenbahnen noch schick, als die SPD Volkspartei war und die Interessen der arbeitenden Bevölkerung vertrat. Das ist ja heute nicht mehr so. Mit ihren Parteiführern wie Schumacher, Ollenhauer und Brandt. Aber das ist halt Vergangenheit der Ewiggestrigen Partei. Und genau aus dieser Vergangenheit stammt nämlich Ihr Antrag. Vielen Dank. Danke, Herr Gagel. Für die CDU-Fraktion erteile ich Herrn Bamberger das Wort.
Ich komm jetzt gleich drauf, mein lieber Jan. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr geehrter Herr Präsident, ich muss mich wundern, wie man aus einer Straßenbahndiskussion eine solch ideologische Brandrede konstruieren kann, wie das jetzt von der AfD vorgetragen wurde. Es verwundert nicht weiter, aber das ist, glaube ich, der übliche AfD-Stil, dem wir uns an der Stelle nicht anschließen wollen. Ich möchte gern zur Sache reden. Ich möchte mich gerne inhaltlich äußern. Lieber Herr Eckert, es wird Sie ja nicht wundern, dass wir eine andere Position haben. Sie kennen ja nun die Diskussionen aus dem Ausschuss. Und ja, der Vorschlag der SPD, Ersatzbeschaffung für Straßenbahnen im Rahmen des Mobilitätsfördergesetzes in die Förderkulisse mit aufzunehmen, ist zwar nachvollziehbar, aus unserer Sicht in der Praxis jedoch schlecht umzusetzen. Denn eine der wichtigsten Grundvoraussetzungen ist, und da muss ich Ihnen widersprechen, Herr Eckert, eine nachhaltige Finanzierung, die sind wir eben nicht gegeben. Und gerade die braucht es doch für solche Vorhaben. Das Hessische Mobilitätsfördergesetz stellt pro Jahr mindestens 100 Millionen Euro Zuschüsse zu kommunalen Vorhaben zur Verkehrsinfrastruktur und zur nachhaltigen Mobilität zur Verfügung. Vorgesehen sind diese Mittel unter anderem für Pendlerparkplätze, Rad- und Fußwege, für die Modernisierung von Bahnhöfen und Bushaltestellen und den Bau und Ausbau von Straßenbahnstrecken, die Reaktivierung von Bahnlinien und den kommunalen Straßenbau. Neue Schwerpunkte seit 2018 in der Förderung sind hierbei die Elektromobilität und der Rad- und Fußverkehr. Dazu zählen beispielsweise die Anschaffung von Elektrobussen und der Bau von Radwegen. Förderfähig sind auch Carsharing- und Leihfahrradstationen, IT-Systeme sowie die Grunderneuerung kommunaler Verkehrswege. Und damit passen wir die Förderung der Verkehrsinfrastruktur an heutige Erfordernisse an. Wir helfen bei der Sicherstellung der Mobilität im ländlichen Raum, ebenso wie bei der Verbesserung der Luftqualität in den Innenstädten. So darf ich Herrn Minister Al-Wazir an der Stelle zitieren. Straßenbahnen sind zweifelsohne emissionsarm und sehr effizient. Daran besteht kein Zweifel. Aber außer den technischen Weiterentwicklungen im Laufe des Produktzyklus der Fahrzeuge ist der Aspekt der Innovation hier nicht wirklich stark ausgeprägt. Und doch fördern wir ja weiterhin die Straßenbahnen, und zwar beim Aufbau der Infrastruktur, nur eben nicht beim Ablauf des technischen Lebenszyklus der Schienenfahrzeuge. Und beim Thema Innovation darf ich exemplarisch, lieber Jan Schalauske, wir beide sitzen ja zusammen im Aufsichtsrat der Marburger Stadtwerke, auf das geplante Projekt des Baus einer Strecke für batteriebetriebene Oberleitungsbusse, kurz BOP, aufmerksam machen. Das wird der AfD auch nicht gefallen, das weiß ich, aber ich trage es trotzdem vor. Mit diesem in Deutschland einmaligen Projekt in denkbar schwieriger Topografie vom Marburger Lahntal auf die Marburger Lahnberge werden die Stadtwerke Marburg den Beweis führen, dass der Einsatz innovativer CO2-freier Technologien im ÖPNV keine Zukunftsvision mehr ist, sondern Anwendungsreife erlangt hat. Und da halte ich es für wesentlich klüger, meine sehr verehrten Damen und Herren, solche Pilotprojekte zu fördern. Herr Minister, da müssen wir auch drüber sprechen. Und damit Impulse für den ÖPNV in ganz Hessen zu setzen, anstatt Ersatzbeschaffung an, ja, ich kann nicht aus meiner Haut, Herr Kollege, anstatt Ersatzbeschaffung in Bestandstechnologien der drei, in Zukunft vielleicht vier Straßenbahnstädte zu subventionieren, die eigentlich zumindest in der Lage sein sollten, ihren Werteverzehr selbst zu erwirtschaften, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und lieber Herr Eckert, wenn ich mir jetzt mal die durchschnittliche Nutzungsdauer eines Schienenfahrzeugs im Straßenbahneinsatz anschaue, dann reden wir hier von 20 Jahren. Wir reden hier, wenn wir das jetzt steuerlich sehen, über einen AFA-Satz von 5%. Jetzt habe ich eben gerade mal gegoogelt, ich weiß sowas nicht auswendig. Der Siemens Avenio, das sind die neuesten Fahrzeuge von Siemens, Niederflurwagen, 37 Meter lang, kosten das Stück rund 3 Millionen Euro, etwas weniger. Das heißt, 150.000 Euro müssten diese Fahrzeuge pro Jahr erwirtschaften, umgerechnet auf die Lebenszeit. Während bei 1,5 Kilometern sind wir bei. Die fahren doch wesentlich länger. Wir reden von ca. 2 Euro pro Kilometer an Werteverzehr, eigentlich sogar noch deutlich weniger. Das sollte eigentlich machbar sein. In der Vergangenheit war das im Übrigen ja auch so. Da wurden die Ersatzbeschaffungen aus den Abschreibungen heraus erwirtschaftet. Und mir ist in der Diskussion bislang nicht deutlich geworden, warum das nun nicht mehr funktionieren soll.
wenn solche, ja gut, aus Sicht des Kommunalen, der gerne Fördermittel für sich in Anspruch nehmen möchte, kann ich die Argumentation ja auch nachvollziehen. Wenn solche Reinvestitionen aus wirtschaftlichen Gründen nicht mehr möglich sind, dann würde das auf ein erhebliches kaufmännisches Missmanagement in den jeweiligen Verkehrsbetrieben hinweisen. Das kann ich mir allerdings beim besten Willen nicht vorstellen, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen. Reine Ersatzmaßnahmen, wie hier gefordert, ohne jegliche technische Neuerung und wesentliche Innovation, passen einfach nicht in die Zielsetzung des Mobilitätsfördergesetzes. Und wie bereits während der ersten Lesung erwähnt, würde eine solche Konzentration von Mitteln auf die Anschaffung von Ersatzfahrzeugen für Straßenbahnen im Falle einer Aufstockung des derzeitigen Budgets von 100 Millionen Euro auf 120 Millionen Euro immerhin über 16% des Gesamtvolumens des Fördertopfes ausmachen. Und das steht in keinem Verhältnis, wenn man bedenkt, dass dieses Geld allein drei, in Zukunft vielleicht vier Kommunen in Hessen zugutekommt, die von dem bestehenden 100 Millionen Euro Budget ja zusätzlich auch noch bei anderen Projekten profitieren. Und das müssen Sie sich dann teilen mit den restlichen rund 420 Kommunen in Hessen. Da wird Unmut aufkommen bei den anderen Kommunen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und wie Herr Staatsminister Al-Wazir und auch ich bereits während der ersten Lesung betont haben, greifen bei der Beschaffung von neuen Straßenbahnen außerdem auch noch andere Fördermittel. Sie wissen, dass der Bundestag Anfang des Jahres das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz beschlossen hat. Damit verbunden sind Finanzmittel in enormer Höhe. Wir sprechen ab 2021 von einer Milliarde Euro. Dieses Gesetz bietet auch noch die notwendigen Rahmenbedingungen für umfassende Investitionen in den kommunalen ÖPNV und es stehen auch Mittel für die Anschaffung und Ersatzbeschaffung von Schienenfahrzeugen bereit. Dazu kommen noch die Regionalisierungsmittel vom Bund. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben hier also einen bunten Strauß von Fördermöglichkeiten für die Ersatzbeschaffung von Schienenfahrzeugen im Straßenbahnverkehr. Und wir sehen keine Notwendigkeit, hier als Land Hessen auch noch mit in die Bresche zu springen, weil, das betone ich noch einmal, wir der Auffassung sind, dass Ersatzbeschaffungen sich aus dem laufenden Betrieb selbst erwirtschaften müssen. Ich habe es gehört. An die AfD. Ich nehme die Pause zum Anlass, Herr Bamberger, Sie zu bitten, aufzuhören. An die AfD noch der ganz kurze Hinweis. Sie nehmen für sich in Anspruch, die Vertreter des sogenannten kleinen Mannes zu sein, was auch immer das bedeutet. Der kleine Mann, das kenne ich sehr wohl. Kennen Sie meinen Hintergrund? Sie kennen ihn nicht. Der kleine Mann verfügt nicht über ein eigenes Fahrzeug. Der ist darauf angewiesen, mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die Stadt zu fahren, um seine Geschäfte zu erledigen, um einen Arzt zu besuchen. Und genau für diese Menschen wollen wir einen leistungsfähigen ÖPNV in unserem Land haben. Und das tun wir auch. Vielen Dank. Danke, Herr Bamberger. Zu einer Kurzintervention hat sich Herr Eckert von der SPD-Fraktion gemeldet. Ja, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, lieber Herr Bamberger, erstens, das mit der kommunalen Praxis und inwieweit sich die Abschreibungen im ÖPNV für so einen kommunalen Träger tatsächlich erwirtschaften lassen oder aber auch nicht. Das lassen Sie sich mal von den kommunalen Praktikern, z.B. von Ihrem Oberbürgermeister, erklären. Zweitens, das Mobilitätsfördergesetz, und das haben Sie offensichtlich nicht verinnerlicht, sonst hätten Sie hier nicht, deswegen habe ich mich gemeldet, gesagt, dass durch den Mittelaufwuchs, den wir vorschlagen, dass sozusagen ein unverhältnismäßig hoher Anteil ausschließlich auf das Thema Straßenbahnen gelegt wird. Das ist mitnichten der Fall, und dann haben Sie auch all unsere Ausführungen falsch verstanden. Ich habe Ihnen hier schon bei der ersten Lesung und eben auch gesagt, es geht darum, dass wenn ich weitere Kriterien in den Förderkatalog aufnehme, muss ich natürlich auch das Mindestgesamtvolumen, was ich als Fördermittel ausgebe, auch erhöhen, weil Sie haben ja das Thema innovative Mobilitätsformen angesprochen. Wir haben das Thema Seilbahnen auch schon hier diskutiert. Wenn aber im Zweifelsfalle dort Ausgaben gehen, wollen wir eben nicht, dass es nachher zu einer Kannibalisierung kommt, sondern dass wir sagen, wir wollen mehr Leistungen über das Mobilitätsfördergesetz abwickeln. Deswegen muss ich es auch ein höheres Volumen zur Verfügung stellen. Und deswegen muss ich sozusagen beides in einem Schritt hinbekommen. Ja, das, was Sie darstellen, ist sachlich falsch, und das wissen Sie auch. Und deswegen meine herzliche Bitte,
stellen Sie das nicht so dar, sondern machen deutlich, wir brauchen auf der einen Seite die Förderung von Ersatzbeschaffung im schienengebundenen Personennahverkehr und das andere ist die verlässliche Erhöhung des Gesamtfördervolumens im Mobilitätsfördergesetz. Natürlich brauche ich für die Straßenbahn nachher mehr Geld, aber das heißt nicht, dass das, was wir vorschlagen, für die Straßenbahn ist, sondern es geht insgesamt für Investitionen in Mobilität in den Städten und Gemeinden unseres Landes. Und das mit den Abschreibungen, wie gesagt, das lassen Sie sich in der Stadt Marburg noch einmal erklären. Herzlichen Dank. Danke, Herr Eckert. Herr Bamberger, mögen Sie antworten? Ja. Dann erteile ich Ihnen das Wort. 2 Minuten haben Sie, selbstverständlich. Ach so, er will vom Platz aus. Ja, das wäre jetzt nur ein ganz kurzer Hinweis gewesen. Ich brauche es mir nicht erklären zu lassen. Verstehe es auch so. Okay, vielen Dank, Herr Bamberger. Dann arbeiten wir hier vorne weiter mit Frau Wissler, der Fraktionsvorsitzenden der Linken. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Anhörung hat aus unserer Sicht bestätigt, was eigentlich vorher schon absehbar war, nämlich, dass es natürlich sinnvoll ist, dass eine Kommune gefördert wird, wenn sie notwendigerweise ihren Fahrzeugpark erneuert. Und wenn Elektrobusse und sogar Elektro-Pkw nach dem bisherigen Wortlaut gefördert werden können, dann ist ehrlich gesagt nur schwer vermittelbar, warum Elektrobusse auf Schienen, also Straßenbahnen, nicht gefördert werden soll. Wer Straßenbahnnetze ausbauen will, der braucht mehr Fahrzeuge. Dann können elektrisch betriebene Fahrzeuge Dieselbusse ersetzen. Und auch das ist sinnvoll und das ist wünschenswert. Das Mobilitätsfördergesetz im gleichen Zug um 20 Millionen Euro, also um 20% der bisherigen Summe aufzustocken, wie es der SPD-Gesetzentwurf vorsieht, ist eigentlich fast noch der wichtigere Teil, finde ich, des Gesetzentwurfs, weil es wäre auch ein Schritt davon weg, bei der bisherigen Festschreibung zu bleiben, dass 50% der Mittel in den Straßenbau fließen sollen. Denn diese 20 Millionen sollen natürlich dem ÖPNV-Teil zugeschlagen werden. Und das halten wir explizit für richtig, dass es eine Priorisierung der Mobilitätsfördermittel eben für den ÖPNV gibt, meine Damen und Herren. Und da waren sich auch die angehörten Kommunen einig. Ich habe mich gefreut, dass auch ein Vertreter der Stadt Wiesbaden dabei war, obwohl es dort noch gar keine Straßenbahn gibt. Und wir hoffen sehr, dass sich das bald ändert. Denn in der Landeshauptstadt Wiesbaden steht ja in wenigen Wochen am 1. November ein Bürgerentscheid über das Projekt Citybahn an. Und wer Wiesbaden kennt und den ÖPNV hier nutzt, der weiß, das Busnetz ist an seiner absoluten Belastungsgrenze. An Stationen wie dem Hauptbahnhof oder Innenstadt kommen die Gelenkbusse teils im Minutentakt. Hier geht überhaupt nichts mehr. Und deshalb ist es sinnvoll, Busse durch Straßenbahnen zu ersetzen. Das bietet mehr Kapazitäten. Und Bahnlinien sind in der Regel auch beliebter als Buslinien. Durch größeren Fahrkomfort mehr Platz und die eindeutige Linienführung haben Bahnlinien eine höhere Akzeptanz bei Fahrgästen als Busse. Und deshalb freuen sich ja auch viele Wiesbadener und Wiesbadener über diese hohe Investition in die Infrastruktur der Stadt Wiesbaden und dass Wiesbaden klimafreundlicher wird und die Verkehrswende hinbekommt. Und deshalb ist es natürlich schon ein bisschen ärgerlich, dass in Wiesbaden ein, ich nenne es mal, etwas schmutziger Wahlkampf geführt wird, mit Lügen über angeblich für die Citybahn zu fällende Alleen auf Plakaten. Ich hoffe, dass die Wiesbadenerinnen und Wiesbadener sich davon nicht beeindrucken lassen. Die Bürgerinitiative Pro Citybahn widerlegt diese Behauptung ja auch sehr überzeugend auf ihrer Website. Und ich habe gelesen, dass gestern die IHK in Wiesbaden sich auch jetzt per Abstimmung hinter die Citybahn gestellt hat. Also da merkt man schon, dass es jetzt sehr einsam wird um die Wiesbadener FDP. Ich glaube, sie sind dann wirklich, und selbst bei der FDP im Landtag hat man ja offensichtlich ein paar Sympathien für Straßenbahnen. Also von daher kann man nur hoffen, dass diese Straßenbahn die Chance eröffnet, den Straßenraum neu zu verteilen, die Stadt lebenswerter zu machen, die Mobilität zu verbessern. Alles gute Gründe, um dem Bürgerentscheid einen guten Ausgang zu wünschen und den Wiesbadenern zu wünschen, dass sie ihre neue Straßenbahn dann auch bald einweihen können.
Zurück zum Mobilitätsfördergesetz. Auch die 20 Millionen Euro mehr, die die SPD jetzt beantragt hat, löst aber leider einen Geburtsfehler nicht. Die Fördersumme ist ja bereits überzeichnet. Für alles, was es leisten soll, reicht die Summe kaum. Wir reden hier über Fördermittel für Verkehrsinvestitionen in Höhe von bisher 100 Millionen Euro im Jahr, die infolge der Föderalismusreform mittlerweile aus den Umsatzsteuereinnahmen vom Bund fließen und vom Land weiterverteilt werden. Und diese 100 Millionen Euro als Ganzes wären für die Verkehrswende dringend notwendig. Und sie sind dafür schon knapp genug. Und man muss ja mal, um eine Relation herzustellen, dass die laufende Verlängerung der U5 ins Frankfurter Europaviertel nach aktuellem Stand etwa 400 Millionen Euro kosten würde. Nur mal, um eine Relation herzustellen, wie wenig diese 100 Millionen eigentlich sind. Und von diesen 100 Millionen fließen dann eben auch noch 50% in die Investitionen für den Straßenverkehr. So hat es die schwarz-grüne Mehrheit damals beschlossen. Es wäre wirklich ein mutiger Schritt gewesen, wenn man gesagt hätte, Mobilitätsfördergesetz, wir geben dem ÖPNV die Straßenbahn wird noch bei der FDP diskutiert. Wir machen noch einen Arbeitskreis Straßenbahn. Lassen Sie mal Frau Wissler ausreden, bitte. Also es wäre ein mutiger Schritt gewesen, da den klaren Vorrang bei der Mittelvergabe einzuräumen. Notwendig ist eine echte Verkehrswende und in den letzten Augenblick mal eben, Frau Wissler. Ich bitte jetzt ein bisschen Ruhe im Saal und um absolute Ruhe auf der Regierungsbank, Herr Al-Wazir. So. Dann. Ja, er ist ja eigentlich alleine auf der Regierungsbank, redet er mit sich selber. Ja, gut. Notwendig ist eine echte Verkehrswende. In den letzten 20 bis 30 Jahren stagniert die Verkehrsinfrastruktur weitgehend. Und deshalb ist es eben besonders wichtig, den Ausbau und den Bau kommunaler Bahninfrastruktur zu fördern, die sonst nicht ohne Weiteres stemmbar wäre. Gemeinden müssen in ihre ÖPNV-Infrastruktur investieren können, gerade auch auf dem Land. Und deshalb mehr Geld in die Straßenbahnnetze ist ein Schritt in die richtige Richtung. Ich finde, da hat die Anhörung auch diese Ansicht klar bestätigt. Und deshalb werden wir dem SPD-Gesetzentwurf natürlich zustimmen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Wissler. Dass die Frage, wo die Straßenbahn erfunden wurde, beantwortet uns jetzt Herr Naas von der FDP. Herr Präsident, das hätte ich es geahnt. Ich habe es eben nachgeguckt. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Straßenbahn ist selbstverständlich als Pferdebahn in New York erfunden worden, die erste elektrische in Berlin und, später dann, weiß ich es nicht mehr. Also, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist ja hier wohl gute Tradition, bevor man zum Gesetz reden darf, muss man sich erst einmal durch die allgemeine Straßenbahndiskussion kämpfen. Und die AfD hat ja dieses Mal wieder damit angefangen, der große Streit Auto oder Straßenbahn. Und ich darf das mal auflösen. Weder nur Straßenbahn noch nur Auto, sondern wir sind für alle Verkehrsträger als Mobilitätspartei. Und deswegen spielen wir die eine Mobilität, so wie die AfD das tut, auch nicht gegen die andere aus, weil Bürgerinnen und Bürger heute eben beides nutzen. Die Straßenbahn ganz selbstverständlich, ihr eigenes Auto ganz selbstverständlich, vielleicht auch einmal eine Seilbahn hoffentlich in unserem Land. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Fahrrad, sehr gut. Danke für den Einwurf, Herr Frömmrich. So. Bei der AfD hat man ja manchmal Sorge, es könnte irgendwie ein Impfstoff gegen Corona erfunden werden, weil da ja dann die ganze Straßenbahn-Argumentation in sich zusammenbricht,
weil Sie ja im Wesentlichen mit den Abständen argumentiert haben. Ich kehre mal zurück zum Gesetz der SPD und zum Gesetzentwurf und möchte zunächst mal sagen, dieses zweite Gesetz zur Änderung des Mobilitätsfördergesetzes auf Initiative der SPD, dem stehen wir wohlwollend gegenüber, weil ja das die erste Änderung unserer Seilbahninitiative war. Und wir finden es grundsätzlich gut, dass die Ersatzbeschaffung von Straßenbahnen als förderfähige Vorhaben in das Mobilitätsgesetz aufgenommen werden. Wir finden auch die Erhöhung um 20 Millionen € grundsätzlich richtig, denn den Verkehrsträgern, den Kommunen fehlt es eben oft an Geld. Sie sind unterfinanziert. Das ist richtig. Was hat denn der Minister gesagt? Der Minister hat gesagt, nein, Schieneninfrastruktur, ja, die würde er fördern, aber die Betriebsmittel eben nicht. Das wäre eine Selbstverwaltungsaufgabe. Es geht ja nur um drei Städte. Und dann hat er gesagt, ja, alles Neue würde er gerne fördern. Und da muss ich sagen, da verstehe ich dann Ihren Ansatz nicht, denn wenn ich den SPD-Entwurf lese, dann will ja die SPD genau das auch, nämlich die Anschaffung von Fahrzeugen des Schienenpersonalverkehrs wird folgender neuer Absatz 3 angeführt. Als Anschaffung im Sinne des Satzes 1, Nummer 1, Buchstabe 1, gilt neben der Ersatzbeschaffung auch die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen des Schienenpersonennahverkehrs, die der Effizienzsteigerung oder Emissionsminderung dienen. Und dann sind Sie ja noch ganz nah dran an dem neuen. Also verstehe ich die Argumentation gar nicht, denn jede neue Baureihe nach 20 Jahren einer Straßenbahn hat natürlich eine neue Innovation, ist natürlich viel kundenfreundlicher, ist viel moderner, hat viel mehr Komfort und ist auch energieeffizienter. Und deswegen verstehe ich nicht, warum Sie sich so gegen diese Klarstellung hier im Gesetz wehren. Denn Sie sind ja ganz nah an der SPD. Und da würde ich Sie bitten, vielleicht auch noch einmal darüber nachzudenken, ob man nicht diesen kleinen Sprung wagen könnte. Zumal Sie ja, es geht ja um Fördermöglichkeiten, als Exekutive auch noch alle Trümpfe in der Hand haben. Denn wie wir hören, ist ja ohnehin alles in diesem Bereich überzeichnet, sodass Sie dann auch noch einmal auswählen können, ob es denn dann wirklich in Ihrem Sinne ist. Ich glaube, wir sollten diese Fördermöglichkeit, genauso wie es die SPD hat, auf jeden Fall hier eröffnen. Denn das gehört zu einem guten Verkehrsmix dazu, dass es eben auch für neue, moderne Straßenbahnen eine Fördermöglichkeit nach dem Mobilitätsfördergesetz gibt. Und das ist dann auch die Ersatzbeschaffung, wenn sie eben der Energieeffizienz entsprechend dient. Wir werden diesem Gesetzesvorhaben der SPD heute deswegen sehr gerne zustimmen. Vielen Dank. Danke, Herr Naas. Für Bündnis 90 Die Grünen hat sich Frau Müller zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich bin ja überrascht, was sich aus dem Mobilitätsfördergesetz, das die Landesregierung eingebracht hat, alles entwickelt. Wir haben schon über die Seilbahnen diskutiert, die im Prinzip mit dem Mobilitätsfördergesetz abgedeckt waren. Aber wir wollten dem Freien Demokraten mal einen Gefallen tun und haben das dann noch einmal mit aufgenommen. Nee, überhaupt nicht bereut, es hat überhaupt nichts an dem Tatbestand, den es bisher gab, auch geändert. So, dann kommt die SPD und bringt einen Änderungsantrag ein, einen Dreizahler, den wir auch schon diskutiert haben, als das Mobilitätsfördergesetz eingebracht wurde. Ich frage mich, hat die Opposition keine eigenen neuen Ideen mehr? Dann stellt sich der geschätzte Kollege Eckert hier hin und sagt, wir sollen verlässlicher Partner für die Kommunen sein. Wenn Ihre Partnerinnen und Partner nur noch drei Kommunen sind von 422, dann tut mir das ein bisschen leid um die SPD, muss ich sagen. Natürlich hat die Anhörung gezeigt, dass die Straßenbahnstädte Kassel und Frankfurt und Darmstadt natürlich auch, die waren nur nicht anwesend, das gut finden. Wer würde es nicht gut finden, wenn man ihnen Straßenbahnen bezahlen würde als Ersatzbeschaffung? Und es geht eben um Ersatzbeschaffung, die Städte haben es dargestellt, in den nächsten drei Jahren alleine 300 Millionen € kosten würden.
Das, an dieser Summe sieht man schon, dass mit Ihren 20 Millionen wir nicht so weit kommen im Mobilitätsfördergesetz. Unsere Antwort: Bisher hat man es geschafft, die Straßenbahnstädte zu unterstützen, und es wird man auch weiterhin schaffen. Die grundhafte Erneuerung der Schieneninfrastruktur wurde ja bereits aufgenommen, und bisher fahren die Straßenbahnen, und auch wir sind große Straßenbahnfans und freuen uns auch schon, wenn es demnächst eine vierte Straßenbahn in Wiesbaden gibt, die Citybahn. Dass wir die alle unterstützen, das finde ich schön. Und den Kritikerinnen und Kritikern sage ich, die jetzt über Straßenbahnen hier fabuliert haben, die des Teufels sind und die Menschen nur noch Auto fahren würden, denen sage ich, wenn alle Menschen Auto fahren und das Massentransportmittel Straßenbahn nicht zur Verfügung steht, dann stehen sie nur noch im Stau. Und hier in Wiesbaden fahren Sie dann gar nicht mehr, weil nämlich die Straßenbahn mit in das Verkehrskonzept der Stadt Wiesbaden gehört, um Fahrverbote in der Stadt zu vermeiden. Also überlegen Sie sich einmal, ob das eine gute Strategie ist. Noch einmal zum Mobilitätsfördergesetz. Wir haben das Mobilitätsfördergesetz nach dem Auslaufen der Entflechtungsmittel auf den Weg gebracht, eigenes Landesmittelgeld in die Hand genommen und festgeschrieben, damit nämlich die Kommunen eine Planungssicherheit haben und das Land auch an dieser Stelle ein verlässlicher Partner ist. Aber es muss halt auch Verbesserungen geben und nicht nur Erhalt. Und das ist auch der Unterschied des Hessenplans, den der Wirtschaftsminister gestern vorgestellt hat, und des Hessenplans, den die SPD vor ein, zwei Jahren vorgestellt hat. Sie wollen Altes lediglich bewahren. Wir wollen Gutes bewahren, aber Neues weiterentwickeln und in die Zukunft dieses Landes investieren. Die Kollegin Abg. Faeser hat gestern auch erwähnt, wenn wir jetzt diesem Mobilitätsfördergesetz, was Sie eingebracht haben, nicht zustimmen, dann wären wir nicht glaubwürdig, was Verkehrswende angeht und die 20 Millionen, die wir festgelegt haben. Da müssten wir jetzt zustimmen. Aber, tut mir leid, Frau Kollegin Faeser, dann haben Sie das nicht verstanden. Die 20 Millionen, die wir zur Verfügung stellen, sind für den ÖPNV und die Radwege. Allein 10 Millionen sollen in die Radwege investiert werden für das, was mit der Nahmobilitätsstrategie an Konzepten auf den Weg gebracht wird. Das wird jetzt in den Kommunen umgesetzt, und der Rest ist für den ÖPNV und nicht nur für drei Schienenstädte. Um Ersatzbeschaffung machen. Sie haben es erklärt, aber Sie haben es sehr beschränkt erklärt. So, dann, wo nehmen denn die anderen Länder das Geld für die Straßenbahn her? Auch das wurde in der Anhörung deutlich. Sachsen zum Beispiel finanziert die Straßenbahn. Herr Eckert, Sie könnten wenigstens zuhören. Ich habe Ihnen auch zugehört. Ja. Gut. Wo nehmen denn die anderen Länder das Geld her? Aus den Regionalisierungsmitteln. Sachsen zahlt die Straßenbahn aus den Regionalisierungsmitteln. Das können wir hier gerne auch machen, da möchte ich das Geschrei aber einmal sehen. Und das werden wir nicht machen, weil wir nämlich den Verbünden 100% der Regionalisierungsmittel und auch eigenes Landesgeld zur Verfügung stellen, um den Betrieb aufrechtzuerhalten und die Taktung weiter auszuhalten, um einen guten ÖPNV zu haben. So geht Verkehrswende und nicht klein-klein, wie Sie das hier immer versuchen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Müller. Für die Landesregierung spricht nun Staatsminister Al-Wazir. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Also, zuallererst einmal freue ich mich, dass bis auf eine Fraktion hier alle Fraktionen gesagt haben, dass sie für den öffentlichen Personennahverkehr sind. Das ist schon einmal eine gute Nachricht. Das Zweite ist, dass aus meiner Sicht ebenfalls klar ist, dass in den letzten Jahren die Straßenbahn eine Renaissance erlebt. Und das merkt man. Man hat ja damals in dem Bereich so nach dem Krieg eher gedacht, übrigens in Wiesbaden gab es ja schon einmal eine Straßenbahn, dass man die Straßenbahn abschafft und eher auf Dieselbusse setzt. Inzwischen erleben wir, dass auch die kommunalen Netze ausgebaut werden. In Frankfurt werden Straßenbahnen verlängert.
und ausgebaut in Wiesbaden. Diskutiert man darüber, ob die Citybahn kommt. Ich habe mich gefreut, gestern zu hören, dass die Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer Wiesbaden ihre Meinung geändert hat und jetzt auch für die Citybahn ist. Das kann ich aus meiner Sicht nur begrüßen. In Darmstadt wird das Straßenbahnnetz ausgebaut. Und an der Stelle kann ich sagen, Sie merken, dass an dem Punkt die Straßenbahn wirklich etwas zukunftsweisend ist, auch wenn die Idee der elektrischen Straßenbahn ja schon etwas ziemlich Altes ist, nämlich fast 150 Jahre alt. Und die erste Straßenbahn im Linienbetrieb elektrisch fuhr zwischen Frankfurt und Offenbach, Herr Lenders. Und auch wieder zurück, genau. Allerdings hieß sie im Volksmund Knochenmühl, weil sie noch keinen richtigen Fahrkomfort hatte. Aber auch das ist besser geworden. Die spannende Frage ist, sind denn auch vor Ort dann wirklich immer alle dafür? Mir fällt zumindest auf, Herr Kollege Naas, dass vor Ort die FDP eigentlich immer dagegen ist. Also in Wiesbaden gegen die Citybahn, in Darmstadt gegen die Lichtwiesenbahn, in Frankfurt und beispielsweise, auch das ist ja eine Stadtbahn, gegen die U2-Verlängerung, in Neu-Isenburg gegen die Verlängerung der Straßenbahn aus Frankfurt heraus. In Bad Vilbel weiß ich es nicht genau, da gibt es ja auch das Projekt, die Straßenbahn von Frankfurt aus zu verlängern. Aber da kann vielleicht der Kollege Hahn was dazu sagen. Würde mich freuen, wenn es da mal eine Ausnahme gäbe. Wenn es da mal eine Ausnahme gäbe. Aber ich sage an dieser Stelle, man muss dann nicht nur im Landtag Reden halten, sondern auch vor Ort dafür kämpfen, dass daraus ernst wird. Ich will dazu sagen, dass ich aus Sicht der Landesregierung der Meinung bin, dass der Gesetzentwurf der SPD uns nicht weiterbringt, weil er der Systematik des Mobilitätsfördergesetzes einfach widerspricht. Das Mobilitätsfördergesetz fördert Infrastruktur, Infrastrukturinvestitionen, sozusagen früher einzig und allein in das Neue. Und da, liebe Kollegin Wissler, ist die eine Ausnahme. Wir fördern beispielsweise E-Busse, weil das sozusagen eine Markteinführung ist und weil die noch bedeutend teurer sind als Dieselbusse. Also auch da die Innovation. Aber die elektrische Straßenbahn an sich ist nichts Neues, sondern sie ist, wenn man so will, ein Betriebsmittel. Und deswegen noch einmal klar zu sagen, wir fördern Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur. Wir fördern nicht die Verkehrsleistung, also den Betrieb, weil das über die Finanzierung der Verkehrsverbünde erfolgt und im Prinzip in diesem Bereich darüber getragen werden muss. Und dementsprechend haben wir jetzt auch noch etwas verändert, weil wir ja auch an dieser Stelle Investitionen in die Infrastruktur fördern wollen. Früher konnte man nur Investitionen in wirklich neue Strecken fördern. Wir haben es jetzt so geändert, dass wir auch die Förderung der Grunderneuerung von Schienennetzen fördern können. Das heißt, wir helfen auch den Straßenbahnstädten, wenn ich sie mal so nennen darf, an dieser Stelle, aber auch damit Investitionen in die Infrastruktur, das heißt in die Grunderneuerung der kommunalen Netze und nicht in das Betriebsmittel. Und alleine letztes Jahr, 2019, haben wir für die Grunderneuerung der kommunalen Netze insgesamt zusätzlich 18 Millionen Euro bewilligt. Das heißt, auch diejenigen, die, was ich gut verstehen kann, wenn sie vom Landtag eingeladen werden und eine Anhörung gefragt bekommen, seid ihr dafür, dass ihr mehr Geld kriegt, dass sie dann nicht Nein sagen, da habe ich ein gewisses Verständnis dafür. Aber wir haben ja eine andere Aufgabe hier im Parlament, nämlich uns insgesamt zu überlegen, was denn langfristig Sinn macht. Und es ist etwas Neues dazugekommen. Seit März 2020 fördert auch der Bund auf der Grundlage der Neufassung des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes die grundhafte Erneuerung der lokalen Schieneninfrastruktur. Also wir haben auch im Bundes-GVFG Möglichkeiten, den Straßenbahnstädten zu helfen. Aber auch das Bundes-GVFG sagt ausdrücklich Infrastrukturfinanzierung und nicht Betriebsmittel. Und wir wollen, das kann ich Ihnen an dieser Stelle schon sagen, wir wollen dafür sorgen, dass wir auch die Bundesförderung, die 50% beträgt im Bundes-GVFG, dass wir die aufstocken, auch aus Landesmitteln. Und auch dafür brauchen wir Mittel aus dem Mobilitätsfördergesetz, genauso wie für andere Projekte. Aber noch einmal, es muss am Ende eine Investition in die Infrastruktur sein und nicht in das Betriebsmittel. Und deswegen will ich Ihnen als Letztes sagen, dass wir
uns insgesamt viel vorgenommen haben, dass wir die Mittel für den öffentlichen Personennahverkehr in den letzten Jahren deutlich erhöht haben. Es steht so viel Geld zur Verfügung wie noch nie. Wir haben das Mobilitätsfördergesetz geschaffen. Wir wollen aus dem Sondervermögen das Mobilitätsfördergesetz noch einmal stärken, zusätzliches Geld bereitstellen, um auch da in die Zukunft zu investieren. Aber glauben Sie mir, und das würden Sie auch nicht anders machen, wenn Sie in Verantwortung wären, Sie müssen sich gut überlegen, weil Sie jeden Euro, auch wenn er zusätzlich da ist, immer nur einmal ausgeben können, wofür Sie ihn ausgeben. Straßenbahnen sind Betriebsmittel. Sie halten ziemlich lange. Die Frankfurter haben neulich Straßenbahnen aus dem Straßenbahnmuseum in Schwanheim herausgeholt und wieder auf die Strecke geschickt. Sie waren auch noch zu gebrauchen. Da sieht man, es ist ein langfristiges Betriebsmittel. Aber es ist am Ende des Tages eben keine Infrastruktur. Und genau auf die sollten wir uns im Mobilitätsfördergesetz konzentrieren. Vielen Dank. Herr Minister, vielen Dank. Keine weitere Wortmeldung mehr. Abstimmung machen wir nachher.